Hallo und willkommen zurück zu Shoninjas Let's Plays und Ni no Kuni 2. Ja, in der letzten Folge waren wir dabei, unser Königreich aufzubauen und haben jetzt auch Rang 2 geschafft. Und ja, in der Zwischenzeit habe ich offline einige der Gebäude gebaut und auch ein bisschen Forschung betrieben. Ihr seht, mein Einfluss ist dadurch jetzt schon hochgegangen. Alle 30 Sekunden kriegt man... Ach ja, da war ja was. Alle 30 Sekunden kriegt man nämlich Geld. Und je mehr Häuser, je mehr Einfluss man hat, desto mehr ist das auch. Und beim Forschen oder Equippen der Leute in irgendwelchen Häusern kriegen die auch noch Erfahrung. So, hier kann ich nicht mehr forschen. Was war das letzte? Lebensmittelkunde. Wirkdauer von Mahlzeiten, genau. Jetzt nichts dramatisch Wichtiges. So, ich habe genug Geld. Achso. So, aber erstmal will ich kurz gucken, was kostet es, meine Königskasse zu erweitern? 20.000, okay. Jetzt kann ich nämlich 80.000 halten, das ist gut. Ansonsten hätte ich nämlich nur 3 Aufnahmen machen können und meine Kasse wäre voll gewesen, also innerhalb von 3,5 Stunden. So, und ich habe noch über 25.000, das ist auch gut. Denn für 25.000 können wir jetzt hier diesen Schlossplatz noch errichten. Das gibt uns nochmal 25.000 Einfluss und damit mehr Geld. Lässt sich sogar erweitern, aber für 120.000 krass. Aber jetzt kann ich nämlich auch die ganzen anderen Dinger hier bauen, die vorher nicht zu bauen war, weil man erstmal diesen Hauptplatz brauchte. So, ansonsten kann ich hier irgendwas machen. Leute können da nicht rein. Nein, okay. Meine Leute sind momentan genau in den ganzen Ressourcenbuden drin. Bei den Pfadfindern. Alle bei den Pfadfindern, okay. So, meine Dorfbewohner kriegen auch Level-Ups. Genau, da oben, Zorin. Und dadurch steigen dann die Grundwerte. Okay, aber nochmal können sie keinen Level kriegen. Zumindest aus jetziger Sicht. Damit habe ich das meiste auch gebaut von diesem Level. Hier hinten sind noch ein paar Sachen, aber die kosten dann auch richtig viel. Und ein Level-Up steht uns ja auch noch bevor von unserem gesamten Königreich. Also da kommt dann auch nochmal einiges dazu. So, die Leute, die ich noch habe, wollte ich jetzt schnell noch hier dazu packen. Dann geht's weiter mit der Hauptstory. Ach ja, falls ihr euch wundert, warum meine Stimme vielleicht ein bisschen anders klingt, ich bin eigentlich etwas krank. Muss mal gucken, wie fit ich morgen bin. Vielleicht gehe ich auch nicht zur Arbeit. Und falsch geklickt. So, den baue ich noch und dann geht's weiter. In den letzten Folgen haben wir ja recht viel Zeit damit verbracht, Nebenquests zu machen. So, hier gibt's was zu forschen. Logische Verbesserungen. Logistische Verbesserungen erhöhen die Materialbeschaffungsgeschwindigkeit. Verschwendung am Bau. Die Baukosten sinken um 20%. Das klingt eigentlich beides sehr gut. Eiche und Dosenfisch, okay.
halbe Schaffungsgeschwindigkeit. Ich vermute, dass ich Praxis, nee, aber habe ich sogar Baukosten, das sind ja Forschungskosten. Hey. So, deswegen machen wir das. Dann kommen wir nämlich wieder und können die Forschung abschließen und dazu auch unseren unsere Materialien einsammeln. So, wir sollten ansonsten da hinten durch die Höhle durch. Ui, der ist Level 37. Ich hatte dadurch, dass ich hier ein bisschen rumgelaufen bin, auch Zeit, ein bisschen zu trainieren. Ich bin jetzt auch schon Level 30, aber so wie es scheint, sind meine Gegner auch stärker geworden. Aber ich kriege auch keine guten Sachen mehr aus denen raus. Da der Gegnertyp vom Level her zu schwach ist. Aber mittlerweile habe ich auch Forschung gehabt, dass ich mehr Erfahrung kriege. Kiste. Lukrative Kunstlederstiefel. Der hat 25, der da hinten 37. So, das Vieh ist noch zu stark. Aber vielleicht, wenn wir hier wieder rauskommen und die Hauptquest mit den Schiffen fertig haben. Ach, da gibt es ja sogar was auf dem Wasser. Vielleicht kriegen wir auch noch Boote. So, die Küstengrotte. Hier ist erstmal ein Speicherpunkt, den benutze ich doch mal. Keinerlei Lebenszeichen. Ob die Schiffszimmermänner schon komplett verputzt wurden? Hey! Hey, bilde ich mir das ein oder ist da etwa etwas an diesem Stein? Stimmt, gehen wir doch mal dahin und sehen wir uns das an. Okay, mit irgendwas anderem kann ich scheinbar auch nicht interagieren. Was ist das bloß? Eine Art Kokon oder vielleicht ein Ei? What? Blimey. Ist da jemand drin? Huh? Dort an den Wänden auch. Wir müssen sie schnell befreien. Vorsicht, irgendetwas ist hier. Ein tentakeliger Baum. Ein Oktopusbaum. Krontakel, sechsarmiger Fluch von Hafenna. Level 30. So, meine Charaktere machen gut Schaden. Okay, im Nahkampf bin ich komplett sicher bei der Attacke.
Ja, ob das so sein soll. Ich wollte sagen, ich wurde noch nicht einmal getroffen. Hallo, ich sehe nichts. Geschafft. Level up alle bekommen und ich habe Meditation erlernt. Come on. Geschafft. Befreien wir sie aus ihren Kokons. Oh. Ah, ich dachte schon, ich wäre Fischfutter. Danke für eure Hilfe. Kaum zu glauben, dass du das Monster erlegen konntest. Uns hat es platt gemacht wie eine Flunder. Ich bin froh, dass alle unversehrt sind. Hannes macht sich Sorgen um euch. Stimmt ja, wir sollten uns flott beim Boss melden. Tira. Wir machen uns mal auf den Weg. Man sieht sich, Junge. Alright. Gehen wir auch zurück nach Hafena. Eine abtauende Knochenrüstung erhalten. Hat das jetzt mit dem Ding irgendwas auf sich? Nein. Und hier ist scheinbar auch gar nichts. Okay. So, das Schöne an dem Spiel ist, man kann sich ja jederzeit teleportieren. So, kurz mal gucken, ob diese Rüstung geil ist. Ja. Resistenz gegen Erstarren und Wasser. Evan, die Jungs sind heil zurückgekommen. Wie kann ich mich dafür nur erkenntlich zeigen? Boss, diese Landratte hat's echt in sich. Wir haben total versagt, aber er hat das Ding zu Calamari verarbeitet. Pass auf, was du sagst, Matthias. Evan ist der König von Minapolis. Wow. Ah, der Junge ist König. Kaum geschlüpft, hat's schon Faustdick hinter den Ohren. Ist ja noch nie vorgekommen, dass sich so ein hohes Tier in unser Nest verirrt. Was verschafft uns die Ehre? Wir sind hier, weil wir ein Schiff brauchen. Alles klar, sag nicht weiter. Als Dank bauen wir euch das beste Schiff aus allen Meeren. Was genau darf es denn sein? Ein Fischerboot? Ein Hausboot? Wir brauchen ein robustes Segelschiff, das für die Weltmeere gewappnet ist. Wir möchten nach Quastenfloss. Ah, die Weltmeere. Tut mir leid, aber ich fürchte, für so einen Auftrag fehlt uns das richtige Material. Für einen Kahn, der jede Welle trotzt, braucht man extrem robustes Holz. Holz, sagst du. Vielleicht kann uns Nür da weiterhelfen. Oh, hast du einen Plan? Sag mir Bescheid, wenn du das ideale Holz findest. Und dann zimmern wir das beste Schiff, das du je gesehen hast. Wir Schiffszimmerer müssen uns noch für deine Rettung erkenntlich zeigen. So, erstmal ein MechBook. Ach, man kann sogar was liken, wie doof. Okay, dann. Hier gibt's keine Quest. Und die Hauptquest ist nicht eingezeichnet auf dem Dings. Ach, im Thronsaal muss ich mit ihm sprechen, deswegen. Stimmt, Nü hat sich ja uns angeschlossen. Schon ganz vergessen. Und deswegen konnte ich auch nicht sehen, weil beim Thronsaal war der blaue. Für die Pilzquest. Was sagst du, ihr braucht robustes Holz zum Schiffsbau? Tief in meinem Mind, im Perma. Das klingt doch vielversprechend. Hi. Ein kleines Problemchen gibt es da aber. In der Nähe der Bäume lebt ein ziemlich gefährliches Monster und wir haben den Weg zur Sicherheit schon vor langer Zeit blockiert. Wir müssen also dieses Monster erledigen, wenn wir an das Holz wollen. Du sagst es. Moment, dann braucht ihr das aber hier. Epilicrium.
Das magische Mittelchen löst alle Stacheligen in Sekunden nichts auf. Ist echt praktisch. Wendet es an den Kaktanien an, mit denen wir den Weg versperrt haben, und sie verschwinden sofort. Ein Mittel, das alle Stacheligen auflöst. Thank you. Vielen Dank, Nür. Los, Roland, aufbrechen. So, vorher nehme ich hier noch das Geld mit und die Rohstoffe. Aha. So, mal kurz zwischenspeichern. So, die normalen Gegner haben uns ja nichts entgegenzubringen. Genau, hier lang war das. Hatte mich schon gefragt, wann es hier weitergeht. Oh my. Das müssen die Kaktanien sein, die Nür erwähnt hat. Ja, bei diesen Stacheln besteht kein Zweifel. Dann probieren wir doch gleich mal Nürs Wundermittel aus. Cooley! Wow, die Kaktanien haben sich tatsächlich einfach aufgelöst. Wow. Außergewöhnliche Herausforderungen erfordern außergewöhnliche Mittel. Das war ein Spruch wie aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Ah, okay, hier hoch. Hier gibt es eine Abzweigung. Rechts geht's weiter, also gehe ich erstmal links lang. Vielleicht ist hier noch eine Kiste. Vertit. Auf jeden Fall kriege ich ja neue Rohstoffe. Und da hinten sind Gegner, die waren mindestens weiß. Damit sind sie definitiv stärker als die, die in dem Gebiet zuvor waren. So, Level 27, sogar 32, okay. Die Fee ist neu, die dicke. Die schwarze. Ja, mein Meditieren macht scheinbar meinen Angriff hoch. So, ein neuer Gegnertyp und eine blaue Truhe. Das sieht doch vielleicht ganz gut aus. Ein Zauberstab haben wir bekommen. Ah, aber ist ja schwächer. Aber gut, ich habe auch wieder einen Lilan. Okay, da ist noch eine Sackgasse. Mit einer Kiste. Aber nur Kräuter drinnen. So, mal den Wachstumszauber benutzen, um hier diese Pilze wieder zum Wachsen zu bringen. Einer hätte gereicht. Oder eine vernünftige Trittleiter. So, laut Quest kriegen wir Stahlholz. Also wenn man daraus kein gutes Boot bauen kann. Okay. Die Markierung alleine hilft mir nicht, um zu wissen, wo ich lang muss. Gebiet ist doch noch um einiges größer als gedacht. Ah, schon wieder diese Partitüren. Ich habe in meinem Königreich auch gesehen, dass es ein Musikhaus gibt, wo man einen Typen abstellen kann, der sich dann um Musik kümmert. So wie beim
Oh. Barbar. Ach, vom Typ her wie der Wächter aus dem Wald, aus dem... Wo wir das Wächterband her haben. Der hat ordentlich ausgehalten. Es quillt förmlich über vor dunkler Nacht. Kleines Prisma, rotes Prisma. Habe ich mir fast gedacht, aber die anderen beiden, Rot und Grün, waren sicher auch die falschen. Aber davon hatte ich weniger, deswegen habe ich die jetzt nicht gleich geopfert. Was für ein Irrgarten. So, da komme ich zu dem anderen Weg. Ah, sehr gut, Sackgasse mit einer Kiste. Mystische Sternentunika. Permafrost. Okay, bei dem anderen Weg geht's also weiter. Ich vermute mal, ich darf hier nicht irgendwie runterspringen. Nee, ist zu tief. Könnte aber auch am Eingang lang gehen und dann unten lang. Das werde ich, glaube ich, auch machen. Hier, oder? Ah, da geht's direkt rein. War ich auch noch nicht. Aber ich meinte, glaube ich, hier. Ja. Wir wollen ja nichts verpassen. Da geht's hoch und hier unten ist aber auch noch was. Okay. Da ist noch eine Sackgasse mit einer Kiste. Schatzjäger, Töpfchen Minzerona. Bestimmt, weil wir auch eine bestimmte Anzahl an Kisten bekommen haben. Schade. Ja, ist aber ich werde für die meisten. Level 31.
So, da geht's hoch, aber hier links ist, glaube ich, noch eine Sackgasse. Ah, auf jeden Fall ist da eine Kiste. Mit einem ruinösen Brecher. Einem Hammer für unseren Zorin. So, na dann Richtung Hauptquest. Ah, hier ist auch noch eine Sackgasse, okay. Da ist aber nichts, außer die Items, die ich unterwegs bekommen habe. Aber gut, es kann ja auch nicht an jeder Sackgasse eine Kiste warten. Bora Magna. Here goes. Durch den Sprung bin ich gekonnt. Der Attacke ausgewichen. Da liegt ja noch einer, habe ich gar nicht gesehen. So, hinter mir geht's weiter. War ich jetzt ansonsten überall? Ja. So, ein Speicherpunkt wäre eigentlich mal ganz cool, bevor hier noch ein fetter Kampf kommt. Da ist unser Speicherpunkt. Und unser Teleporter, sehr gut. So, dann machen wir hier erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns gleich bei der nächsten Folge wieder. Tschüss!